Wenn ein Chor sein 20-jähriges Jubiläum feiert, dann liegt es nahe, dass er sich mit einem Festkonzert bei seinem treuen Publikum bedankt. Am 21. September 2013 gestalteten die 30 Sängerinnen und Sänger des Luckauer Kammerchores Cantemus auf diese Weise ihren Geburtstag. Viva, viva, viva la, viva la. Unter den rund 220 Gästen im Schlossbergsaal waren zahlreiche ehemalige Mitstreiter des Chores, die aus beruflichen oder privaten Gründen nicht mehr in der Region wohnen. Silvia Götze und Norbert Bauer, die durch das Programm führten, begrüßten auch einige Ehrengäste, unter anderem LDS-Dezernent Carsten Sass, Konstanze Sander, Generalsekretärin des Landesmusikrates, Bürgermeister Gerald Lehmann, den Intendanten des Cottbuser Musikherbstes und weitere Persönlichkeiten. Bürgermeisterin Ruhr Harry Müller fühlt sich dem Chor sehr verbunden und würdigte sein Wirken als so wörtlich exquisiten Botschafter der Stadt Luckau. Cantemus ist in der Übersetzung Lasst uns singen, Programm des Chores. Peter Lippold ist seit der Geburtsstunde des Chores im September 1993 sein musikalischer Leiter. Es ist eine der schönsten Freizeitbeschäftigungen, die man hat. Ich brenne sowieso für Chorarbeit und Chorsingen. In dem Sinne ist es natürlich besonders schön, wenn man dann einen Chor in der Qualität auch leiten kann. Die Musikalität im Elternhaus gefördert, so wurde eine seiner Stationen der Rundfunk-Jugendchor Wernigerode. Akribisch feilt der Chorleiter an jede Liedinterpretation. Die Konzerte sind also wichtig und sehr schön, aber eigentlich ist die Arbeit am Lied, am Werk, das, was mich besonders reizt. Das ist bei jedem Konzert deutlich zu spüren und für die Sängerinnen und Sänger ein verlässlicher Leitfaden. Viel Applaus von einem begeisterten Publikum durfte der Chor für sein rund zweieinhalbstündiges Jubiläumskonzert entgegennehmen. Und auch immer wieder wohltuende Worte. Shandy, diese Legati und dieses Piano, das darf ich sagen, hört man wirklich nicht jeden Tag. Und aus Luckau haben Sie in der Stadt die große Freude, so einen Klangkörper hier um sich zu haben. Sie können sich darüber sehr freuen. Eine Reihe der Chormitglieder ist von Beginn an dabei, auch Silke Bartetzko. Ich komme nun aus einer Chortradition und wollte einfach weiter singen. Und das in Luckau dann zu machen, ohne irgendwo hinzufahren, das ist natürlich toll. Und die Chorleiter, die damals also dann mit dabei waren, waren auch sehr ansprechend. Und auch das, was so, wie das so gestartet ist, war sehr, sehr angenehm. Ein emotionaler Höhepunkt der Festveranstaltung, als sich alle über 30 anwesenden ehemaligen Cantemus-Mitglieder in den Chor einreihten. Manche hatten sich vor 10 Jahren zum letzten Mal gesehen. Für Dörte Ziemer brachte der Chorgesang auch persönliches Glück. Wir haben uns kennengelernt hier im Chor. Wir sind dann zusammen aus Richtung Berlin, also er kam aus Blankenfelde, ich aus Berlin, zum Chor gefahren.
ja, und so hat sich das dann ergeben. Deswegen waren wir froh, dass wir dann nach Kleinköris ein bisschen näher herangezogen sind. Und das ist einfach für uns beide auch so eine Gemeinsamkeit, dieser Chor. Und es ist einfach ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Lebens jetzt inzwischen. Und deswegen ist das für uns auch nicht vorstellbar, das irgendwann mal zu lassen, auch wenn es 40 Kilometer sind, die wir dann freitags immer fahren. Der Posaunenchor in Trader setzte weitere Akzente im hochklassigen Konzertabend. Etwa 2005 gab es für den Chor eine Art Sinnkrise, erinnert sich Martin Pleszewski. Eine Entscheidung musste getroffen werden zum Weitermachen. Oder nicht. Mit der Vereinsgründung gab sich der Chor Struktur und Regeln. Das hat dem Chor neuen Antrieb gegeben und kann ich nur befürworten, was wir damals gemacht haben. Auch die stellvertretende Vereinsvorsitzende Gabriele Böhme ist leidenschaftliche Chorsängerin. Ich komme ja ursprünglich aus Mecklenburg und habe hier das gefunden, was ich nach Mecklenburg immer gesucht habe. Die Chorproben finden diszipliniert an jedem Freitagabend im Luckauer Gymnasium statt. Sabine Leupold schätzt, wie auch Ehemann Peter, das Publikum und wagte sich deshalb 2013 an die Ausrichtung des Landeschorwettbewerbs. Wir haben ein sehr gutes Publikum, also gerade sprich Chormusik, aber auch klassische Konzerte werden sehr gern und sehr gut besucht in der Kulturkirche. Und daher war ich mir auch immer sicher, dass unser Publikum letztendlich zu solchen Wettbewerben und Konzerten uns treu bleibt. Und das war auch der Fall. Cantemus, das ist auch Ausdruck großer Lebensfreude und viel Spaß bei der Interpretation der Lieder. Der Vereinsvorsitzende ehrte per Urkunde Chormitglieder, die seit 20 Jahren ohne Unterbrechung dem gemeinsamen Gesang die Treue halten.
unsere treueste Zuschauerin ist. Und ich habe sie, glaube ich, bisher bei jedem Konzert. Eine Überraschung wurde im Publikum der 89-jährigen Luckauerin Johanna Wiczorek zuteil. Das Bild des Chores wird seinen Ehrenplatz bekommen. 18 Lieder hatte Canthemus bereits in diesem Festkonzert gesungen. Titel Nummer 19 wurde die persönliche Überraschung für den Chorleiter. Das Schubertsche Ständchen hat er immer wieder vom Programm genommen. Nun wurde es neu und sehr speziell getextet und dargeboten. Von den heimlichen Proben unter Silke Bartetzko hatte Peter Lippold nichts mitbekommen. Gastsänger Vincent Nadol. Das Konzert mit all seinen Überraschungsmomenten. Ein würdiger Glanzpunkt zum 20-jährigen Bestehen des Luckauer Kammerchors Canthemus.